Habe ich noch nie gemacht. Ich wusste auch nicht, wie ich mich genau vorbereiten sollte. Ich lasse es auf mich zukommen und bin gespannt drauf. Und hier mit der Britta glaube ich, dass es jede Menge Spaß macht. Sport verbindet immer. Und wenn man auf einem Event, wie hier beim Club der jungen Wilden, auch mal gegeneinander ficht oder sich irgendwie anders sportlich austauscht, dann kommt man sich sofort viel näher und dann geht man nachher 3 Schritte weiter an die Bar und ist sofort in super Gesprächen drin. Also irgendwie, Sport ist immer ein super Mittel, oder? Absolut. Und ich freue mich wirklich, Teil davon zu sein, weil es so super Leute hier sind. Es ist jetzt schon spät abends und alle sind noch da und alle unterhalten sich angeregt. Ich finde es phänomenal und ich habe das Gefühl, dass es einfach so, ja, es passt einfach. Club der jungen Wilden steht in Verbindung mit neuen innovativen Ideen. Ich finde auch den Bezug zu dem Auto. Weil natürlich auch erklärt wurde im Vorfeld, wie nachhaltig einfach alles ist. Ökologisch das EQ-Logo nachgebildet und haben unsere Blumenkreation komplett in grün, in nachhaltig. Ich werde dieses Mal einen Künstler tätowieren, der ist Musiker und der bekommt heute von mir das Wort Goldjunge, also seinen Künstlernamen. Ja, es ist eine total spannende Mischung an Leuten, einfach weil sich hier ganz die unterschiedlichsten Bereiche mischen. Wenn Leute auch, die miteinander nicht sehr viel zu tun haben, sich kennenlernen und sich austauschen können, ist es ein Gewinn für alle. Das Auto ist halt was ganz, ganz Besonderes, was ganz, ganz Neues. Es sieht erstmal extrem gut aus und wenn das dann sozusagen noch sauberer ist als die Autos, die man früher gebaut hat, finden wir das schon mal gut. Wir sind auch jung, verrückt und kreativ und deswegen fühlen wir uns hier wohl. Also zum Thema Auto kann ich nur so viel sagen, am liebsten würde ich den Schlüssel nehmen und damit rausfahren.